Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Mountain Blade Warbands. Wer ist denn hier? Emir Gerlatz. Oh Mann, ey, der schon wieder. Ist er jetzt an den Saraniden, ja? Naja, so sieht's aus. So, was haben wir denn hier? 230. Emir Farn ist auch da. Farn ist von alles Nord. Waren mal. So, dann mal belagern. Belagerungstoben, das ist sehr gut. Na, was ist los? Will er nicht hier mitmachen? Traut sich nicht, guck mal. Nein, nein, ja, machen wir Bock Jamitsch schon noch platt. Wir, die belagern jetzt Almera, da rast ich aus. Danach ist dann Burg Veya dran. Oh, er traut sich tatsächlich. Was wollte der Scheiße? Was habe ich denn gedrückt? Ja, tut mir leid, wir müssen leider kämpfen. Toll, jetzt müssen wir halt hier... Naja. Machen wir das halt. So, 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 so. So, so. Und so, so. Vorwärts, Mannen und Manninen! Ich schicke mir noch was zu trinken ein, während ihr euch positioniert. Und bitte steigt nicht ab wegen irgendwas. Ah, Cola. Lang lebe Cola. Feuer frei! Okay, alles klar. Kavallerie los, Infanterie los, Freunde los. Und wir gucken zu, ich hab Durst. Ah, beiläufig hunderte Leute töten, gewinnen, vorrücken. Und dabei ein schönes Glas Cola schlürfen. Dem Archie beim Strecken zusehen. Und beim Ratzen. Und Metzel. Alter, die... Naja, die tun mir echt nicht mehr leid. Gerlatz, wir haben so eine hohe Beziehung, du kannst doch einfach bei mir mitmachen, ja? Aber nein, die wollen alle bei den Saraniden mitmachen. Steh voll auf Bogenschützen. Hups! Oh, tut mir leid. Haha! Na, komm her, mein Sohn. Oh oh. Oh oh, nicht gut. Nein, 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 nein. Hinter der Hügelkuppel, Leute! Oh, ich sehe immer noch. Jetzt aber. Das ist der Rolf. Der Rolf. Der Leserlied. Ich muss die noch alle zu Lords machen, eigentlich. An einem bestimmten Punkt machen wir das auch. Wie wär's denn mit jetzt? Ich meine. Ich brauchte nur noch Firentis und unseren Heiler. Und den Ausbilder. Könnte ich die anderen eigentlich zu Adligen machen? Zwar finden das viele scheiße, aber mir ist das egal. Gerade Rolf und Beheschtur. Gibt ihm einfach irgendein Dorf, beiden. Das reicht ja erstmal. Ich glaube, das war's. Ah.
Boah, freue ich mich schon, wenn ich alle habe. Alle Städte. Noch 311? Meine Güte, was greifen wir denn hier an? Das war nur ein 200er Trupp. Es ist aber nicht die Besatzung der Burg, oder? Mein Gott, Walter. Kommen wir woanders hin. So, jetzt warten wir hier. Ah. Archie ist tot. Er liegt auf der Seite. Archie? Archie? Na gut, er schläft. So. Ich habe ein Taschentuch beworfen. Er schläft weiter. Okay, los geht's. Sehr schön, sehr schön. Das sieht super aus. Kavallerie greift jetzt schon mal an. Infanterie auch. Ja, gerade rechtzeitig. Um die Bogenschützen zu beschützen. Bogenschützen beschützen. So, hier hinstellen. Oh, da kommen die nächsten. Geil. Hier hinstellen, da kommen die nächsten. Oh, das ist eine super Position hier. Macht mal kurz einen Prozess. Finde ich super. Gefällt mir. Immer schön mitten in den Nahkampf. Wir treffen die anderen ja auch. Wie war das bei Braveheart? Aber Sire, dann treffen wir die eigenen Truppen. Ja, aber die anderen auch. Wir haben Reserven, die nicht. Würde trotzdem keiner machen, wegen dem Moral. Effekt auf deine eigenen Truppen. Das wäre sehr schlecht für die Moral der Truppen. Ach, schön. Ein Tal voller Toter. Krieg, Pfeile. Es wird das Wichtigste sein, dass Pfeile stecken bleiben und so. Und lange, oder für immer, Mountain Blade 2. Ich bin so gespannt. Bannerlords. Oh. Ja! 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 218er. Oh mein. Ja, es muss sein, es muss sein. Das ist Arbeit. Das ist nicht mehr kämpfen, das ist Arbeit. Ansehenswert für dieses Gefecht ist 6. Wir wissen, was das bedeutet. Kriege ich dann 6 Ansehen? Ich gewinne. So, wo sind die denn? Wahrscheinlich dahinter, ne? Jo, da sind sie auch schon. Oh, oh. Okay, machen wir so. Machen wir lieber hier hin. Obwohl, die Bogenschützen schaffen das schon noch. Infanterieangriff. Und dir auch. Los, los! Lass dir nicht noch mehr Boden gewähren. Boah, guck mal. Wie viele Infanteristen das sind. Hör! Sehr gut.
Feinde sind eingetroffen. Neue Feinde. Oh, okay. Ich hätte gedacht, das wäre es jetzt schon wieder gewesen. Auf dem Hügel. Ne, das war's schon. Ich glaube, da kommt nicht mehr. Okay. Machen wir vielleicht nur 3 oder 4. So, jetzt aber. Ich will diese blöde Burg einnehmen. Alter, mal der Grausame nimmt jetzt Gefangene. Schluss mit dem ritterlichen Krieg. Außer mein Schwiegervater natürlich. Ja, mein Gefangener. Schluss damit. Gulasch. Emil Gulasch. So. 230, wie gesagt, das ist übel. Wir warten erstmal hier. Aha, die machen mit. Ach, da unten war noch mehr. Oder haben wir noch einen? Das ist gut. 120, okay. Ja, könnte eigentlich gehen. So, und los geht's. Das sieht doch sehr normal aus. Will man hier aufstellen? Ich gehe mich hier aufstellen und warte. Wir haben ja eigentlich viele Bogenschützen. Sollte also gehen. Also ich meine, wir haben viele Bogenschützen. Jo, haben wir auf jeden Fall. Ach, guck mal, jetzt haben wir endlich mal neue Bogen, die wir angreifen können. Sehr schön. Wir haben, glaube ich, nicht viele Sachen, die nicht im Bogen angreifen. Ich glaube mal 2. Höchstens. Ihr armen Schiebelappen. Ich tut mir jetzt schon leid, guck, wie viele Bogenschützen wir haben. Ist das geil. Ah. Komm, machen wir mal ein bisschen mit. Guck mal, das ist nur Nord oben. Exil Nords. Ihr könnt gerne alle zurückkommen. Ihr seid herzlich willkommen bei mir. Kriegt eine Burg, es gibt keinerlei Gesetze. Alle sind gleichgestellt, außer die Adligen natürlich und die Bauern. Kommt doch einfach wieder heim. Ihr müsst nicht hier in der heißen Sonne sein. Wirst du. Aua! Mami! 9. Pfeile mal aufsammeln. Oh Mann. Nicht auf mich schießen, nein. Das wollt ihr nicht. Ihr mögt mich doch sehr. Mein Gott, Ferentes. Du hast ein paar Sachen in deinem Schild stecken. So, jetzt haben wir wieder Pfeile. Näher beieinander, näher beieinander. So, mal hier hinstellen. Oder hier hin, am besten die Mitte. Wenn ihr noch Pfeile habt. Und Feuer einstellen erstmal. Damit ihr euch platziert. Ah, es reicht. Wir haben keine Armbrustschützen mehr. Es ist toll, kaum noch. Oder sag ich mal nicht zu laut, wenn man weiß. Okay. So, dann kann ich von da aus nämlich fröhlich schießen. Ach, das ist Kavallerie, ne? Genau. Das Ding ist also, die Saraniden sind ja das neueste Volk in Warbands. In Mountain Blade. Mountain Blade 1 gab es ja nur Rodok, Kegiten, ne, etc. Und die Saraniden sind neu dazu gekommen. Und die haben ja quasi viel aus Mountain Blade 1 recycelt. Aber die Saraniden sind halt die aktuellsten quasi. Deswegen denke ich mal, dass die Bohrer vielleicht anders sind.
Das kann man halt dem Developer, dem Chef von Tailwords halt hoch anrechnen, ne? Also, wenn er Geld reinkommt, dann macht er daraus was Neues. Und ich glaube, Mountain Blade 2 kann man schon fast als AAA-Titel rechnen. Was ist AAA-Titel heutzutage noch? Das ist doch nur eine Abschreckung, dass du es nicht kaufen solltest. Ne, also. Oh, shit. Mir gibst du noch den Turm hoch. Ich komme. Mein Turm. Shit. Nein, ich sterbe. Oh. Wir haben nur noch einen Pfeil. Oh, Mann. Nein, nicht den langen Bogen nehmen. Botkin-Pfeile. Scheiße. In die... Ah ja. Wollt's auf mich schießen? Nee, hat geblockt. Ah, hier bin ich. Cool, gefällt mir. Da oben sind auch noch ein paar Lappen. Nee, die schießen auf mich. Oh Mann, das ist jetzt... Na, jetzt haben wir fröhliches Schießen hier. Was so machen. Müsste eigentlich immer einen Kopf treffen oder einen Rücken. Schussschwierigkeit. Oh ja. Oh ja, 2,7 Schussschwierigkeit. Sehr schwer. Oh shit, oh shit. Oh shit. Komm, da müssen wir jetzt auch noch hin. Oh, das wird schwer, aber wir schaffen das schon. Kein Problem, kein Problem. Leute, die treffen noch gar nichts. Lernt mal schießen, ihr Lappen. Oh. Was ist mit dem los? Guck mal, der wurde schon zweimal getroffen. Ich in Ruhe, du auch. Ach, den hab ich wahrscheinlich getroffen. Oh, kacke, da kommen immer mehr. Oh. Oh. Triff's doch sowieso nicht. Scheiße, wir haben ein Problem, Houston. Ah! Ah! Scheiße, haben wir noch genug am Kämpfen? Haben wir verloren? Haben wir verloren? Ach, da sind einfach viel zu viele Bogenschützen, deswegen. Guck mal, die greifen schon an. Alter. Okay. Ja, ist doch nur gut für mich. Guck mal, die sind ja alle angegriffen. Guck mal, die haben alle angegriffen. Guck mal, wie viele Tote hier liegen. Das hat jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Garnison gekostet, weil wir haben noch die ganzen Bogenschützen gehabt, wenn ich da oben getobt bin. Sehr gut, sehr gut. So muss das sein. Ich glaube nicht, dass wir jetzt immer Verstärkung bekommen. Schon gewundert, warum da keine mehr stand an der Breche. Wenn ich doch wenigstens die Zeit vorschnellen könnte. Aber ihr müsst mit mir zusammen leiden, sag ich mal. Ist das nochmal verschnellt? Nee, guck mal, jetzt kommen ganzen Bogenschützen mit. Guck mal, das ist doch nett. Guck mal, die verlassen alle ihren Turm und laufen jetzt den gegnerischen Truppen entgegen. Guck mal, wie gespickt der Turm ist von Pfeilen. Na toll, jetzt stehen sie da, jetzt schießen sie runter natürlich.
Axt ins Gesicht. Irgendwann schafft mich schon noch. Irgendwann. Kommt schon, Leute. Vorwärts. Meine Güte. Die kommen aber auch da überhaupt nicht vorwärts. Und hier kommen immer wieder ein paar neue. Und die scheiß Bogenschützen da oben, guck mal. Guck mal, wie viel Zeug da drin hängt. Hier klemmen die Toten zwischen 1 Million Pfeile. Ah, endlich. Tötet sie. Mein Arsch schläft ein auf der Burg. Da oben. Wo liege ich nochmal? Ich glaube, ich bin schon längst verschwunden, aber... Es ist kalt. Nee, heiß. Heiß. Der Stein erhitzt sich, ja? Was ist mit dem los? Rutscht der unten? Er geht runter. Oh, Alter, was eine Geburt. Das ist aber jetzt noch Steppe. Ist noch keine saranidische Burg, ne? Ich bin ein bisschen verwirrt, weil es sieht ein bisschen so aus. Ich glaube, es zählt als saranidische Burg, aber ich bin... Könnte aber auch nicht so sein. Könnte auch eine kelgitische Festung sein. Reitervölker und Burgen passt eigentlich nicht zusammen, aber... Der kleine Lulatsch da hinten. Nee, der gewinnt das jetzt. Hä? Kein Problem. Okay. Sehr schön. So, jetzt wollen wir mal, gucken, was wir hiervon brauchen. Wahrscheinlich alles. Ne, es geht. So viel Tut haben wir gar nicht. Waffenknecht, Wege Veteran, Wege Reiter, Meisterschützen, Bogenschützen, Gardisten, Ritter. Bei uns Frau. Rest egal, scheiß drauf. Guck mal, wir steigen hier wieder bei dem, bei der Größe von unserer Armee. Aber woran liegt das? Ich verstehe das nicht. Okay, so. Loyal, wohlwollend, 10 Dorfs, 11 Dorfs, 2 Bogen, 1 Dorfs, Bunduk. Hass erfüllt. Warum soll ich dir was geben, du Lappen? Wuldrat, 2 Burgen, verzehrt von Rachsucht, missgestimmt. Krask.
Zwei Stadts, zwei Bogen, eine Stadt, drei Burgs. Harald. Komm, Harald, kriegst du auch eine Burg. Noch eine, so. Ich glaube, da passiert nichts, warum die Hass erfüllt sind. Ich meine, bin froh, dass das irgendwie nicht drin ist. Okay, so viel dazu. Das noch Emir Relands. Komm, bleib mal hier kurz drin. In der Burg. Ich meine, die werden ja irgendwann Frieden verlangen. Aber eigentlich sollte man die nicht zurückkommen lassen. Ich kann mal unseren Typus hier boosten ein bisschen. Ist der... Der ist immer bei mir. Der gute Harald. Hier, pass auf, Harald. Altes Haus. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Truppen. Ich gebe dir auch mal ein paar Truppen gleich. Pass auf, Harald. Du kriegst erstmal jetzt 30 swadische Ritter. Und, 71 Dingensbummens, Bogenschützen. Das. So, und der Rest kommt bei dir in die Burg. Boah, jetzt hat er einen guten Trupp, ey. dann reiten wir jetzt direkt mit dem Truppen zurück. Und tun uns mal neu orientieren. Ich könnte auch mal Truppen neu ausbilden. Und gucken, was meine Lappen alle so machen. Kommt jetzt alle mal hier rein. So, schön. Garnison. Ich glaube, der packt aber auch selber welche da rein. So. Okay, dann reiten wir mal nach Hause, nach Dihirim, Leute. Und wir sehen uns nächste Folge wieder bei Mountain Blade Warbands, Krieg gegen Saranidische Sultanat. Lange geht es nicht mehr. Wir haben es bald. Bald bin ich König. Haut rein, Leute.